Heute geht's wieder weiter mit dem 300 Liter ADA Nature Aquarium beim René. Willkommen, mein Name ist Bachi. Heute bin ich wieder beim René. Wir werden das Aquarium heute bepflanzen. Also ich werde wieder ein bisschen filmen und ein bisschen helfen. Und das Aquarium lief jetzt zu 1,5 Wochen im Darkstart. War jetzt kein richtiger Darkstart. Es ging jetzt nur darum, dass die Pflanzen noch nicht da waren. Das Aquarium schon mal fertig war, das Hardscape, damit so ein bisschen der Bakterienrasen schon mal kommt. Ein bisschen Bakterienrasen ist jetzt schon da. Wird natürlich die nächsten Wochen noch ein bisschen mehr werden wahrscheinlich, aber ich denke, das wird nicht so schlimm sein. Und heute beim Pflanzen. Pflanzen sind schon alle gekauft von Liquid Nature. Sind auch alle in der Beschreibung verlinkt, weil ihr wissen wollt, welche Pflanzen da genau sind. Und da würde ich sagen, fangen wir an. Wir haben schon angefangen, das Aquarium auszulassen. Jetzt wird es dann komplett abgelassen, also bis zum Bodengrund circa, dass fast kein Wasser mehr drinnen ist, damit man alles bepflanzen kann. Der René hat hier so einen großen Eimer auf sein Rollbrett und damit macht er immer die Wasserwechsel und lässt das Wasser ab. Also es ist jetzt ein Eimer, da passen so 80 Liter rein und dann lässt er das Wasser immer von Aquarium ab, kann den ganzen Schmutz absaugen, Kies und so, das ist kein Problem dann. Und dann kommt das alles in den Eimer rein, wenn der voll ist, fährt er damit zum Bad oder zum Waschbecken und kann es mit der Pumpe, was hier drinnen ist, eine Eheimpumpe, einfach ablassen. Da ist noch ein kleiner Filter drauf, damit das einfach nicht verstopft, die Pumpe. Und so macht er seine Wasserwechsel, ohne dass er Eimer schleppen muss. So, der Light Ground, Light Screen von Flux Aqua ist auch schon da. Also hat jetzt ein paar Wochen gedauert, bis der gekommen ist. So schaut er ganz gut aus, also ist ziemlich hell. Das ist der Competition in 1,20 x 50 m, also für das Aquarium gemacht. Es gibt ein paar Sachen, die nicht so ganz perfekt sind. Also zum einen die Halterung, die sind halt relativ hoch. Die könnte uns nicht ganz fix. Und hier könnte man es recht kürzer machen und hier unten steht es sowieso nicht an. Da wird der René noch was in Eigenbau austauschen. Ein bisschen stabiler und ein bisschen dezenter. Dann eine Sache, was man noch ein bisschen sieht, sind die LEDs hier oben. Sieht man euch jetzt auf der Kamera ziemlich genauso wie in echt, würde ich sagen. Also die sieht man ganz leicht, aber ist jetzt nicht so schlimm. Und dann noch eine Sache, der kommt ja nicht mit einem EU-Stecker, also braucht man da einen Adapter. Der kommt mit einem US-Stecker. Also braucht man dann einen Adapter, dass man den noch anstecken kann. Und wenn man den bestellt auf der Seite von Flux Aqua, muss man noch Zoll zahlen. Das muss man halt auch noch berücksichtigen, dass da noch was dazukommt. Also der Lightscreen hat jetzt dann 350 Euro in Angebot gekostet und 130 Euro waren da noch Zoll. Also 480 Euro waren das dann insgesamt. So, das Aquarium ist leer. Der Filter ist jetzt auch abgeschaltet. Das ist nicht so schlimm, wenn der jetzt ein, zwei Stunden steht. Und hier sind jetzt die ganzen Pflanzen, die werden wir jetzt anfangen zum Vorbereiten. Und dann geht's los mit dem Bepflanzen. So, jetzt kommt noch eine dünne Schicht Powdersol drüber, über den Soll. Das haben wir beim letzten Mal noch nicht gemacht. Und jetzt erst vom Bepflanzen. Also so in etwa so eine Fingerstärke, so 1-2 cm, damit nicht so viel Mulm und Fischkotreste und Futterreste in den Bodengrund einsickern können. Der kommt halt jetzt überall über den Soll nochmal als kleine Schicht drüber. Jetzt wird das Ganze auch wieder besprüht, damit der ganze Soll nass ist. Das meiste von Soll ist ja schon durchtränkt mit Wasser, weil schon das Aquarium geflutet war. Sonst den ganzen Soll immer ziemlich nass machen, damit auch die untere Schicht von Soll nass ist. Weil wenn man nur die Oberfläche nass macht, kann es sein, wenn man die Pflanzen einpflanzt und vor allem bei so einem größeren Aquarium, wo das länger dauert, dass die Wurzeln dann austrocknen, wenn sie im trockenen Soll sind. Deshalb immer alles ziemlich nass machen. Vielleicht sogar so, dass so unten eine Schicht Wasser ist. Jetzt kommen die ersten Pflanzen, und zwar die Cryptocurrine Pava. Die kommt zu den ganzen Spalten in den Vordergrund, wird ziemlich klein aufgeteilt und soll dann nachher nicht zu groß werden. So, jetzt als nächstes die Albida Braun, also auch eine Cryptocurrine. Die wird auch so in etwa wie die Pava verteilt und auch so in viele kleine Portionen und in die ganzen Spalten. Für so kleine Pflanzen, so wie hier oder für Bodendecker, ist die kleine ADA-Pinzette echt am besten. Die ist schon sehr cool, weil man da sehr viel Gefühl hat und die Spitze sehr fein zusammengeht. Jetzt kommt noch Liliopsis brasilensis. Ist ja eigentlich ein Bodendecker, aber der kommt auch mehr so verteilt überall hin. Soll dann überall verteilt wachsen, so eine grasartige Pflanze. Ein bisschen dickere Grashalme. Jetzt kommt die Anubias Nanapetit, eine Aufsetzerpflanze. Bei Aufsetzer muss man immer schauen, dass sie auf jeden Fall nicht austrocknen, also dass man regelmäßig besprüht. Wird auch noch ein bisschen zerteilt.
Und jetzt kommen noch mehr Krypten, und zwar die, welche ist das? X-Willisi. Da benutzt der René jetzt die große Aquaona-Pinzette, also die Large mit 30 cm. Da ist zum Beispiel die kleine ADA-Pinzette nicht so gut geeignet für so größere Krypten oder größere Pflanzen. Das ist mit seiner großen, gröberen Pinzette echt um einiges besser. Da schneidet der René jetzt die großen Blätter weg, also die größeren. Man kann da auch alle Blätter wegschneiden. Die werden ja im Gewächshaus E-Mers gezüchtet, also über Wasser. Das sind halt die Emersenblätter, die was dann immer sich umstellen oder manchmal halt absterben und neu kommen. Und dazwischen wieder besprühen, damit die ganzen Pflanzen nicht austrocknen. Vor allem bei Aufsätzen ist das sehr wichtig, weil die sind ja nicht im nassen Soll. Und da sind die Wurzeln dann in Trocknen fast. Also die muss man echt regelmäßig besprühen. So, jetzt wird das Moos auf die Wurzel aufgebunden. Dafür die Wurzel zuerst nass sprühen, damit das Moos auch gleich haftet und auch nicht austrocknet. So, da kommt jetzt das Krabi-Moos. Das gibt es bei Liquid Nature als Portionen oder auf Gitter aufgewachsen. Und das ist so ähnlich von der Form wie Christmas Moss, nur um einiges kleiner, und es bekommt Haftwurzeln, also es wächst sich auch ein bisschen fest. Das wird jetzt hier überall auf Wurzeln aufgebunden, diesmal gebunden, und kein Kleber, ist ein bisschen besser für das Moos, dafür ein bisschen aufwendiger. So, zuerst mal einfach auflegen und verteilen, nicht zu dicke Schichten machen, weil sonst bekommt das Moos, was weiter unten ist, nicht so viel Licht und wächst dann nicht, und dann fällt das Moos wieder ab oder wächst nicht gut an. Das wird jetzt einfach mit den ADA-Moskotten festgebunden. Einfach ganz eng gebunden, damit das ganze Moos überall oben bleibt und sich nicht ablöst. Ist ein bisschen schwierig, wenn die Wurzeln schon in Aquarium drinnen sind. Aber in manchen Fällen geht es nicht wirklich viel besser. Aber hier bei so großen Wurzeln ist das auch nicht so schlimm, da geht das schon. Das Moos aufbinden ist jetzt eine Menge Arbeit, aber es zahlt sich aus, wenn man dann einfach keine Klebestellen hat auf den Wurzeln und das Moos einfach viel schöner wächst. Weil mit dem Kleber passiert es immer wieder mal, dass das Moos dann nicht so gut wächst, weil das den Kleber nicht so ganz verträgt, weil dann die ganzen Stücke vollgesaugt sind mit Kleber. Da ist das Binden schon eine gute Alternative. Man hat natürlich immer so Fäden, die was man sieht. Man kann das halt, wenn man ein Moos hat wie das Quabi-Moos, dann die Fäden einfach wegschneiden, sobald das festgewachsen ist. Und der Moskotten von ADA, der Faden von ADA, der löst sich ja nach einer Zeit auf. Wie lange der genau hält, weiß ich auch nicht, also wie schnell sich der auflöst. Also habe ich noch nie so verwendet, und so richtig Infos dazu gibt es auch nicht. Ich denke, dass man dann eher bei solchen Stücken, so wie hier, dann auf Dauer mal den Faden wegschneidet. Das Moos ist jetzt überall aufgebunden. Jetzt geht es weiter mit Helianthium Tenellum White. Kommt auch so in den Übergang, auch so ein bisschen verteilt. Und wichtig ist jetzt, dass man auch immer wieder alles besprüht, vor allem das Moos, dass es richtig nass bleibt. Jetzt kommt noch die Anubias Coffeefolia dazu. Die wird erstmal probiert, wo die so hinpassen könnte. Muss man immer ein bisschen schauen, vor allem bei so Aufsetzerpflanzen. Der richtige Platz für die Coffeefolia ist gefunden. Ein paar größere Blätter sind schon entfernt. Hier jetzt noch eines weg. Und hier hat sie einen sehr guten Platz. Da muss man immer ein bisschen schauen, dass man nicht zu viele Strukturen von den Steinen überdeckt mit den Pflanzen. Das ist immer so eine schwierige Sache, dass man nicht zu viel bepflanzt, aber auch nicht zu wenig. Das ist ein bisschen Übung und ein bisschen Erfahrung. Man kann dann auch nach einer Zeit einmal ein paar Pflanzen wieder verändern, ein paar Pflanzen austauschen, falls sie nicht so ganz passen. Also man kann dann im Nachhinein immer noch ein paar Pflanzen ändern, falls es dann doch nicht so ganz passt. So, und jetzt kommt noch die Anubias gracilis, also so eine kleine dreieckige. Also ich glaube, die wird schon relativ groß auch. Und die kommt jetzt hier auf den Stellen hin, auch erstmal schauen, wo sie hinpasst und dann in die Spalten stecken. Ist auch eine sehr coole Anubias. Weiter geht's mit dem Hintergrund, jetzt erstmal Cyperus helferi. Das soll so dann an der Oberfläche schwimmen. Es kommt einmal hier hinten hin auf der einen Seite, so ein konzentrierterer Bereich, und dann kommt hier in etwa auch noch ein Teil hin. Dann noch eine Sache, was jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander ist, ist, wann man welche Pflanzen bepflanzt. Also man macht ja immer so eine Reihenfolge normalerweise von vorne nach hinten, aber bei manchen Layouts ist das immer ein bisschen unterschiedlich, weil man muss ja auch immer schauen, wie viele Pflanzen man jetzt von welcher genau wohin pflanzt, damit man auch eine Mischung hat und nicht dann am Ende merkt, man hat noch eine Pflanze und da ist nirgendwo Platz dafür. Deshalb würde ich da immer so ein bisschen durchmischen, aber sonst würde ich immer anfangen im Vordergrund und dann langsam nach hinten gehen bis zu den Hintergrundpflanzen und dann am Schluss die Aufsetzer. Jetzt hier haben wir auch schon ein paar Aufsetzer bepflanzt. Da muss man halt aufpassen, dass die nicht vertrocknen und regelmäßig besprühen. Aber manchmal muss man so ein bisschen schauen, damit man sich ein Bild macht, wo jetzt welche Pflanze noch hinpasst, dass man schon mit anderen Pflanzen beginnt oder weitermacht. Jetzt kommt Elicharis montevidensis.
also so eine grasartige Pflanze, auch ziemlich lang, also auch eine der längsten Arten von Elecharis. Die breitet sich auch ein bisschen aus, also die wird noch ein bisschen mehr werden. Das ist ja bei der Cyperus elpheri nicht so der Fall, aber die passt auch noch sehr gut dazu zum Cyperus elpheri. Wird auch wieder genauso aufgeteilt, also auch wieder auf beiden Stellen, denke ich. Jetzt kommt noch ein Echinodorus, und zwar die Ocelot. Die kommt so in die Mitte, also so ein bisschen zwischendrin, wird auch tief in den Boden eingepflanzt. Auch da wieder mit der großen Pinzette, weil mit einer kleinen, feinen kommt man da fast gar nicht zurecht. Bei so großen Pflanzen wie der Echinodorus kann man auch einfach so ein kleines Loch reingraben mit der Pinzette, weil sonst bringt man die auch nicht so richtig gut in den Soil rein. Und jetzt kommt die Kryptogynia spiralis wet. Ist auch eine Krypte, aber eine ziemlich lange. Ich werde euch da Aufnahmen einblenden vom 60B von René, da hat er die schon verwendet. Die wird auch relativ lang. Ist in einem Vitro von AquaArt, werde ich euch verlinken, und ist eine sehr coole Kryptogynia. Schaut sehr cool aus, hat so einen grünen Streifen in der Mitte und wird da hinten im Hintergrund auch noch sehr gut passen, wenn sie so nach oben wächst. Sprühen! Immer wieder sprühen! Jetzt kommt noch die Kryptogynia venti compact, die kommt so überall dazwischen im Hintergrund. Die wird auch noch aufgeteilt und dann überall verteilt, bepflanzt. Als nächstes ist der Microsaurum petit, der kommt dann auch noch an gewisse Stellen. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil der wird ja relativ buschig und dass der nicht an den falschen Stellen sitzt. Er ist auch noch ein bisschen aufgeteilt, also es waren jetzt insgesamt zwei Portionen. Einer ist komplett und einer ist zerteilt. Und weil der René nichts an Pflanzen kleben möchte im Aquarium, benutzt er jetzt das Woodtight von ADR. Ist ein Draht ummantelt mit Kunststoff und damit bindet er jetzt die Fahne an. Und dann, wenn die Fahne sich festgewachsen haben, dann kann man das wieder entfernen. Das ist einfach so ein Draht ummantelt mit so einem Kunststoff und damit kann man halt Fahne oder Aufsetzerpflanzen anbinden und halt mal vorübergehend fixieren, und dann, wenn sie sich festgewurzelt haben, kann man den wieder entfernen. Dann schaut das Ganze auch wieder besser aus. Aber den kann man auch ganz gut verstecken, weil er auch so dunkelbraun ist. Der verschwindet dann auch meistens. Also so durch den Farn durchfädeln und dann hinter der Wurzel einfach verdrehen und verzwirbeln, damit das hält. Und jetzt kommt noch Tridentfarn dazu. Also den hatte der René schon, ist schon zum Teil Submers gewachsen. Also jetzt noch mehr Tridentfarn. Kommt auch noch überall in Spalten. Auch wieder schauen, dass es nicht zu viel verdeckt. Der Tridentfarn, wenn der mal anfängt zum Wachsen, dann gibt er richtig Gas und überwuchert gleich mal alles. Und natürlich wieder alles besprühen, damit nichts austrocknet. Jetzt kommt noch ein bisschen Hygrophila pinnatifida, so als Akzent. Auch überall verteilt, die wird noch immer ein bisschen klein gehalten. Vielleicht die hintere ein bisschen größer, aber sonst die anderen, die werden ein bisschen kleiner gehalten. Dass die wirklich nur so als kleiner Akzent überall so hervorsticht. Und jetzt kommt noch die Hydrocotyl verticillata, also auch so als Detail, also so einzelne Stücke. Und auch mehr so in den Vordergrund. So, und jetzt kommen noch Steine, die wir mit Moos gebunden haben, auch wieder mit den Krabbimoos. Einfach Steine und mit den Moskotten das Moos drauf gebunden, und die werden jetzt hier überall zwischendurch platziert, damit so eine wie ein Bodendecke aus Moos überall dann drüber kriecht. Jetzt kommen auch noch überall Bruchsteine von den Alpine Stones, oder so kleine Steine. Da kann man auch den Aquaquirbel nehmen, falls man keine Bruchstücke davon hat, so als Kies, als Übergang. Aber natürlich so kleiner Bruch von den Alpine Stones passt noch besser dazu. Der wird auch einfach so ein bisschen random nach Gefühl überall verteilt. Da muss man dann schauen, vor allem beim Wasserwechsel werden die auch immer ein bisschen anders wieder platziert oder vermischt. Das sollte dann einfach so natürlich aussehen, also da braucht man sich nicht zu viel Gedanken machen, wo jetzt jeder einzelne Stein liegt. So, Bepflanzung ist fertig und jetzt wird das Ganze wieder vollgefüllt, wieder mit Osmosewasser. Dauert jetzt ein bisschen, aber wieder ganz langsam, damit nicht alles aufgewirbelt wird. So, jetzt kommt noch eine ganz besondere Putzphalandra, und zwar, wo wir den Namen nicht so wirklich wissen, aber es ist eine ganz große und die schaut richtig gut aus, und die bekommt jetzt noch einen extra Platz. Gut. Dunkelblau und ja. So lila.
Das Aquarium ist fertig befüllt und läuft schon. Jetzt kommen noch die Bakterienzusätze ran. Also einmal Nightout 2 von Microlift. Das kommt jetzt erstmal täglich dazu für die ersten 2 Wochen. Und dann noch Special Blend. Kommt jetzt erstmal jede Woche dazu beim Wasserwechsel. Und auch mal eine größere Menge. Also da ist die Erstdosierung echt viel. Also da sind 25 Milliliter pro 100 Liter. Also hier 75 Milliliter. Jetzt wird das Ganze noch aufgehärtet, weil es ja mit Osmosewasser befüllt worden ist. Jetzt noch schnell den Leitwert gemessen, das ist so bei 20 Mikrosiemens, also um einiges zu wenig. Und hier wird wieder das GH Plus von Salty Schwimm benutzt und da so auf 200, 250 Mikrosiemens aufgehärtet. Das Aquarium ist ja komplett mit dem ADA-Bodengrundsystem gestartet. Da fängt man mit der Düngung zuerst mal mit dem Green Bitey Neutral K, also es gibt den normalen K auch noch. Der härtet das Wasser ein bisschen auf und der Neutral K härtet das Wasser nicht auf. Und dann noch der Green Bitey Mineral, der ist auch noch am ersten Tag. Und Iron kommt dann erst später, nach ein paar Monaten. Und Nitrogen ist dann nach Bedarf, je nachdem wie die Pflanzen sich entwickeln und je nachdem wie das Aquarium bepflanzt ist. Und da fängt man am ersten Tag an. Der René wird jetzt erstmal mit der halben Dosis anfangen, nicht zu viel. Und dann langsam nach oben gehen, je nachdem wie die Pflanzen aussehen. Und jetzt kommt noch das Green Game Plus rein, also Phytohormone, die helfen den Pflanzen dabei, die Wurzeln besser auszubilden. Das Aquarium ist fertig bepflanzt. Wahrscheinlich kommt noch ein bisschen Bolbitis dazu und vielleicht noch ein paar von den Cyperus-Helferinnen im Hintergrund. Falls ihr Fragen zu dem Aquarium habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Der René wird da sicher auch vorbeischauen in den Kommentaren oder schaut bei Instagram bei René vorbei, falls ihr mehr von den Aquarien sehen wollt. Ich denke, in ein paar Wochen, Monaten wird es mal ein Update geben, wenn die Fische eingezogen sind und wenn sich die ganzen Pflanzen entwickelt haben, werde ich nochmal vorbeikommen und ein Video dazu machen. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Dann. Wow, danke. Das Aquarium schaut so riesig aus neben dir. Ich bin so winzig. Da kommt noch Bolbitis und da im Eck kommt auch noch Bolbitis. Jetzt bist du auch noch im Video, Mario.